Moin moin und herzlich willkommen zum beliebten Format Pick My Sub. Ich habe das mittlerweile schon das dritte Mal gemacht, dass ich mir von jemand anderen aussuchen lasse, was ich im nächsten Monat lese. Und diesmal ist das die liebe Claudia von Beauty Butterflies, der ich meine Liste von meinen ungelesenen Büchern, also von meinem Sub, gegeben habe und sie drüber schauen lassen habe. Und wir haben jetzt ausgemacht, dass wir uns gegenseitig vier Bücher für den August raussuchen und zwei davon müssen wir dann sozusagen lesen. Dann hat man so ein bisschen Auswahl und kann man trotzdem noch irgendwie so ein bisschen nach Stimmung lesen, wenn man auf ein Buch ganz besonders Lust hat oder eben auf eins jetzt gar nicht so sehr, was jetzt ausgesucht wurde. Ich finde dieses Format immer wieder spannend, weil man einfach ein bisschen Hilfe bekommt, irgendwie eine andere Sicht auf seinen Sub zu bekommen und einfach mal was ausgewählt wird, womit man jetzt im Moment vielleicht gar nicht so geliebäugelt hat, aber trotzdem versauert es schon auf dem Sub und deswegen ist das ganz, ganz toll. Und es ist natürlich immer wieder eine Überraschung und spannend, was denn da überhaupt ausgesucht wird. Man hat sich dann ja immer schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was hat der andere vielleicht ausgesucht. Man kennt sich ja schon mittlerweile. Also Claudia und ich sind ja auch in dem All You Can Read Buchclub und wir wissen ja ungefähr auch unseren Lesegeschmack. Bei Claudia fand ich es eh auch spannend, weil wir auch ein bisschen unterschiedlichen Lesegeschmack haben. Und da war ich wirklich sehr gespannt, was sie mir da aussucht von meinem Sub. Und ich war natürlich auch gespannt, was sie denn von meiner Auswahl hält, denn ich habe natürlich auch bei ihr gestöbert. Also sobald ihr dieses Video gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei, wenn ihr da nicht schon wart. Und ja, jetzt würde ich sagen, schnacken wir nicht lange und lassen Claudia mal die erste Buchauswahl treffen, die sie mir für den August ausgesucht hat. Hallo, liebe Zuschauer von Ramona. Ich bin Claudia vom Kanal Beauty Butterflies und werde heute für Ramona ihre Augustbücher auswählen im Rahmen des Pick My Sub. Also ja, suche aus dem Stapel ungelesener Bücher etwas raus und ich habe bei Ramona auf der ja, Sub-Liste gewühlt. Sie hat nicht ganz so viele Bücher wie ich, aber trotzdem eine schöne Auswahl. Ich finde es super spannend, bei ihr zu suchen und auch von ihr meine Bücher auswählen zu lassen, weil wir ja relativ einen unterschiedlichen Geschmack haben. Ich bin relativ bunt gemixt, würde ich sagen, von allem ein bisschen, aber zum Beispiel ist High Fantasy und Fantasy nicht mein Genre. Das dagegen ist ja absolut Ramonas Genre und ich habe da ganz viele Sachen gesehen, die echt trotzdem spannend klingen, aber ich weiß, dass ich so meine Probleme habe damit. Ich habe bei ihr gewühlt, sie hat aber auch ja, einen anderen Faible für Berge und eisige Szenerien. Da wiederum bin ich ganz bei ihr. Ich liebe ja auch das, ja, die eisigen Gefilde Antarktis und ich möchte auch gerne nach der Antarktis, wo ich war, nochmal in die Arktis und so weiter. Und ich lese auch gern darüber. Und es ist zwar August, aber ja, in der Richtung habe ich auch etwas rausgesucht. Und ich habe erst eine lange Liste gemacht mit Büchern, die ich spannend fand und habe dann auch ausgewählt und hin und her. Und ich hoffe, es ist eine gute Wahl. Ich hoffe, du hast die Bücher jetzt nicht doch schon angefangen zu lesen, aber ich glaube, wir hatten unsere, ja, Sublisten gut auf dem Laufenden und ja, jetzt erzähle ich euch, welche Bücher ich für Ramona rausgesucht habe, die sie im August lesen soll. Und ich bin auch sehr gespannt, ob Ramona vermutet, dass ich diese Bücher rausgesucht habe. Bei dem einen oder anderen könnte das vielleicht sein, dass sie darauf getippt hätte. Buch Nummer 1 ist von Siri Pettersen, Die Rabenringe. Und zwar ist es der dritte Band der ja, Trilogie, der heißt Gabe, bin ich der Meinung, habe ich mir zumindest hier aufgeschrieben. Und ja, das ist der letzte Band der Odinskind-Reihe. Also das erste Buch haben wir ja versucht, im All You Can Read Buchclub zusammenzulesen. Und es war ein Buch, was ich abgebrochen habe. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin nicht der Fantasy, der High-Fantasy-Leser. Ich habe keinen richtigen Zugang dazu gefunden. Ich fand es eigentlich spannend und interessant vom Klappentext her, aber es war einfach nicht meins. Und ich weiß, dass Ramona es sehr gerne mochte. Es ist ein richtiges Buch, 554 Seiten habe ich mir mal aufgeschrieben. Es ist nordische Fantasy. Und da Ramona ja offenbar den ersten und zweiten Band gelesen hat und den dritten jetzt auf dem Sub, möchte ich gerne, dass du das liest, wenn du magst, um diese Reihe zu beenden. Und ja, ich glaube, wir sind beide Fans davon, nicht so viele offenen Reihen zu haben. Klappt nicht wirklich. Aber es ist doch immer ein schönes. Also ein schönes und trauriges Gefühl, wenn man eine Reihe beenden kann. Schön, dass ja damit diese Geschichte abgeschlossen ist, aber irgendwie auch traurig, wenn man das sehr gerne mag, dass man die Protagonistinnen verlassen muss. Und ja, trotzdem habe ich mir das ausgewählt. Wenn du möchtest, kannst du mit diesem Buch dann die Odinskind-Reihe beenden.
Ja, ich bin ganz ehrlich, mit dieser Reihe habe ich nicht gerechnet, weil ich weiß ja, und das hat sie ja eben schon im Schnipsel erklärt, dass sie den ersten Band, also Odins Kind, den wir gemeinsam in der Leserunde gelesen haben, nicht mochte und sie da nicht reingekommen ist. Sie hat dann irgendwann dieses Buch abgebrochen und ja, deswegen habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sie mir gerade diese Reihe raussucht. Aber sie hat natürlich recht und ich freue mich, denn ich möchte ja eh jetzt immer meine Reihen relativ schnell beenden. Und ich hatte tatsächlich eh vor, dieses Buch jetzt im August zu lesen. Und ich freue mich, dass sozusagen diese beiden Projekte, einmal Pick mal Sub und eben Reihen beenden, sich somit gar nicht irgendwie in Quere stehen, in der Quere stehen, sondern sich sogar sozusagen sogar vereinen. Und dann werde ich sehr, sehr gerne Gabe von Siri Pettersen lesen. Ich hatte ja den zweiten Band im letzten Monat beendet und da hat mich das Ende des zweiten Bandes richtig, richtig Lust haben lassen auf den dritten Band. Denn ja, der zweite hat ein bisschen geschwächelt, aber das Ende war dann wieder richtig, richtig toll und episch und da wird es wieder einen Settingwechsel geben. Und da freue ich mich einfach extrem drauf und dann halt auch diese nordische High Fantasy zu beenden. Ja, wie gesagt, der zweite Band hatte ein bisschen geschwächelt, lag aber auch am Setting und das Setting wird sich definitiv wieder ändern und hier wird dann wahrscheinlich ein episches Finale kommen und ich freue mich wieder Hirka und Rime zu begleiten, die beiden Protagonisten, die ja mir wirklich ans Herz gewachsen sind und auch die Welt, die ich sehr, sehr spannend finde und ja, die sich eben so ein bisschen der nordischen Mythologie annähert und trotzdem auch eigene Ideen hat. Und ja, der Titel lässt es schon erahnen, Gabe. Vielleicht erfährt man jetzt ein bisschen mehr über die Magie, die dort gewoben werden kann. Das fehlte so ein bisschen, finde ich tatsächlich auch in den ersten Bänden. Ja, ich bin sehr gespannt. Es ist noch eingeschweißt. Also es ist auch eins der Bücher, das relativ neu bei mir eingezogen ist. Also das ja, ist sehr, sehr frisch. Und daher ist auch die Lust darauf sehr frisch, das zu lesen. Also da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, da im August nachzugreifen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich Claudia noch so rausgepickt hat. Buch Nummer 2 ist auch ein Fantasy-Buch und zwar von einer Autorin, da habe ich auch schon mal etwas gelesen und ich mochte das nicht. Ich mochte das gar nicht. Ich werde für dieses Video auch immer noch, na, ich will nicht sagen angefeindet, aber das ist definitiv das Video mit dem meisten Daumen runter, weil ich in der Rezension gesagt habe, dass ich das nicht so gerne mochte. Aber die Autorin Naomi Novik hat ein weiteres Buch. Ich weiß gar nicht, ich vermute mal, das ist danach erschienen. Also das Dunkle Herz des Waldes habe ich gelesen und mochte es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sholomance ist der Beginn einer Trilogie. Also wenn du dann die Rabenringe oder die Odinskind-Trilogie beendet hast, dann kannst du ja mit der neuen Reihe von Naomi Novik beginnen, eventuell. Das hat 480 Seiten. Fantasy hat wirklich immer recht viele Seiten, aber ich weiß, du schaffst das. Und was ich vom Klappentext her herausgelesen habe, ist, dass es um eine Schule geht. Das finde ich als Fantasy-Setting schon mal richtig cool. Das mag ich sehr gerne. Da muss ich an Harry Potter und ein bisschen auch an Nevermore denken und irgendwie auch an Percy Jackson. Das ist zwar eine andere Art von Schule, das Half-Blood Camp, glaube ich. Auf jeden Fall geht es um Inscholomance, um Mance, ich werde es nicht nochmal sagen, um eine Schule und aber eine sehr brutale offensichtlich, denn es gibt nur zwei Wege raus: Man schafft die Abschlussprüfung oder man ist tot. Das Cover finde ich wahnsinnig schön. Das ist bei Fantasy aber auch oft der Fall, dass die Cover richtig toll gestaltet sind. Und ich bin sehr gespannt, was es mit dem Cover auf sich hat. Ob ja, das zum Inhalt passt, ob dir der Inhalt gefällt, ob du die Reihe, wenn du sie anfangen möchtest, auch weiterführen magst und wie dir der Schreibstil von Naomi Novik gefällt, wenn du zu diesem Buch greifst. Auch mit dieser Wahl hätte ich nicht unbedingt gerechnet, aber andererseits ist es auch gar nicht so verwunderlich, weil Claudia ja auch durchaus Harry Potter Fan ist und Nevermore ja auch mit einer Schule oder so einer Organisation zu tun hat. Und es klingt ja auch einfach extrem spannend, Scholomance von Naomi Novik. Also das Dunkle Herz des Waldes, was sie ja gelesen hat und ihr nicht gefallen hat, habe ich nicht gelesen. Das wurde damals so gehypt, dass ich da irgendwie wieder ja, Abstand von genommen hatte, aber mir ist sie auf jeden Fall ein Begriff, weil sie viele bekannte Werke geschrieben hat in der Fantasy und in der Jugendfantasy. Und ja,
Das Cover hatte mich natürlich auch angesprochen. Ich werde allerdings dazu, glaube ich, eher weniger in der nächsten Zeit greifen, weil ich einfach vorhabe, erstmal 2, 3 Reihen zu beenden, bevor ich eine neue Reihe anfange. Und hier sind ja auch noch nicht alle Bände erschienen, auch wenn die Gott sei Dank relativ schnell hintereinander erscheinen jetzt demnächst. Die sind alle schon angekündigt in einen gewissen Rhythmus und deswegen kann man es bald auch anfangen, so dass man nicht im Laufe der Zeit beim Warten auf die Fortsetzung irgendwie Details vergisst. Aber ich werde jetzt erstmal mich auf andere Reihen konzentrieren. Das bedeutet aber nicht, dass ich weniger Lust auf diese Geschichte habe. Ich finde halt auch diese dunkle Magierschule sehr, sehr faszinierend und es klingt wirklich richtig, richtig toll. Magierschulen finde ich ja eh klasse, aber hier scheint ja doch noch ein bisschen neuartige Ideen einzufließen und das Ganze noch ein bisschen düsterer gestaltet zu sein. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Aber es ist bisher jedenfalls, vielleicht packt mich es einfach doch, weil ich einfach total Lust habe auf die Idee, aber bisher ist es nicht meine erste Wahl. Das dritte Buch wird dich vielleicht auch nicht wundern, dass ich das für dich ausgewählt habe. Denn das ist auch ein Autor, den ich kenne, und zwar John Krakauer, und du hast auf deinem Sub Auf den Gipfeln der Welt. Da geht es um die Mount Everest-Besteigung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es nur Mount Everest ist oder mehrere Bergbesteigungen. Es hat 304 Seiten, also nicht ganz so dick wie die Fantasy-Bücher. Und Faszination Bergsteigen. Ich weiß, dass du davon fasziniert bist und auch schon viele andere Bücher in die Richtung gelesen hast. Und dieses Buch hat sehr viele gute Bewertungen und ich muss sagen, dass ich John Krakauer in seinem Buch In die Wildnis auch sehr, sehr mochte. Ein ganz besonderes Buch für mich, ganz ja, besondere Geschichte. Und bei dem Buch Auf den Gipfeln der Welt geht es darum, dass es 12 Reportagen zum Bergsteigen sind. Also es sind ja quasi, so stelle ich mir es vor, Kurzgeschichten, Kurzerzählungen. Und du hast ja für mein Pick My Soup Video auch etwas Ähnliches rausgesucht. Und das wusste ich vorher nicht, aber ich fand es ganz spannend, dass wir das beide so, so in Kurzgeschichten-Thematik drin haben, auf dem Sub und dann auch ausgewählt haben. Und ja, da du das Bergsteigen so faszinierend findest, kann ich mir vorstellen, dass diese 12 Reportagen, die musst du ja auch nicht hintereinander weglesen, vielleicht pickst du dir immer mal eine raus und liest sie dir abends mal gemütlich durch. Und ja, so hast du verschiedene Autoren auch vielleicht dabei. Ich glaube nicht, dass sie alle von John Krakauer sind. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall hast du 12 verschiedene Geschichten zum Bergsteigen. Und wenn du das möchtest, oder zumindest würde es mich freuen, wenn du es im August anliest und schon mal 1, 2 Reportagen dort liest, schmückerst und es dir hoffentlich dann auch gefällt. Ja, mit so etwas habe ich schon eher gerechnet, weil ich ja weiß, dass Claudia sehr, sehr gerne reist und auch selbst gerne Reiselektüre liest und wir eben beide diese Leidenschaft teilen für eiskalte Abenteuer in die Antarktis oder eben auf die Gipfel der Erde. Und da habe ich bei ihr auf dem Sub auch unglaublich viel gefunden, was mich angesprochen hat und was ich ihr am liebsten ausgesucht hätte, was mit der Antarktis zu tun hat und was ich auch selbst auf meine Wunschliste gepackt habe. Aber da es ja jetzt Sommer ist, habe ich davon Abstand genommen. Das Buch, was sie mir jetzt rausgesucht hat, ist Auf den Gipfeln der Welt von John Krakauer. Und auch da weiß ich jetzt nicht genau, inwiefern das sehr eisig ist. Ich guck mal, dadurch, dass das sehr so abgegrenzte Geschichten sind, die man jetzt nicht in der Reihenfolge lesen muss, glaube ich jedenfalls, kann ich mir vielleicht die Gipfel raussuchen, die jetzt nicht unbedingt ganz so eisig sind. Und ich probiere es mal. Vielleicht kühlt es mich ja jetzt auch in der Sommerzeit ab. Auf jeden Fall ist das ein Buch, worauf ich wirklich Lust habe. Ich habe schon wieder Lust auf Abenteuer und ich habe von John Krakauer ja auch In eisige Höhen, also sein Drama am Mount Everest in den 90er Jahren, das habe ich ja verfolgt als Film, als Buch und habe ja noch ein weiteres Buch hier, was dasselbe Drama, was ja auf wahren Begebenheiten beruht, spiegelt, nur aus einer anderen Perspektive. Und die beiden, also John Krakauer und der... ich glaube, Bukriev hieß der, die haben halt zwei verschiedene Ansichten und da ist auch ein großer Streit ausgebrochen. Ja, deswegen finde ich John Krakauer auf jeden Fall sehr, sehr spannend als Autor. Und ja, er ist eben auch diese ganzen Gipfel heraufgeklettert. Claudia hat es jetzt gerade gesagt, wie viele das waren. Ich glaube, es sind jetzt 12.
die er geschafft hat oder wo er auch dran verzweifelt ist und es tatsächlich er selbst, der davon berichtet. Ja, und ich bin gespannt, wie das, inwiefern das geschrieben ist, ob das wieder sehr mitreißend ist, dass er uns da direkt mitnimmt oder ob das eher so einen Doku-Charakter hat. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und weiß ja, dass er auf jeden Fall gut schreiben kann und es reizt mich natürlich auch, sein Buch In die Wildnis zu lesen. Da gibt es ja auch eine ganz, ganz tolle illustrierte Ausgabe. Ja, mal schauen. Aber erstmal werde ich mich diesem hier widmen. Und Claudia hat es ja auch schon gesagt, man muss ja nicht das ganze Buch von vorne bis hinten chronologisch lesen, sondern kann sich immer mal wieder eine Geschichte auspicken und dann wieder in ein Buch, in einem anderen Buch weiterlesen. Also das ist, glaube ich, ein sehr guter Kandidat für ein Zweitbuch, also Nebenherbuch, wo man immer mal wieder eine Geschichte liest. Ja, auf dieses hier freue ich mich insbesondere, weil das eben etwas ist, wo ich nicht direkt zugegriffen hätte und es ist auch ein Buch, was mal wieder ein bisschen außerhalb von meinem sonstigen Genres ist. Auch wenn ich sowas sonst eher so in Richtung Winter lese, werde ich das auf jeden Fall mal versuchen und vielleicht kann ich mich so in die Atmosphäre reinfallen lassen, dass es mir ja gar nicht auffällt, dass draußen eigentlich ja 28 Grad ist. Und das letzte Buch, da hat mich das Cover sehr angesprochen. Ich hatte so einen Shakespeare-Vibe irgendwie, auch wenn es damit nichts zu tun hat. Ich war sehr fasziniert, dass es nur 272 Seiten hat und dass es auch keine Reihe ist. Es ist aber trotzdem Fantasy. Und deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil ich mir dachte, 270, habe ich gerade Reihen gesagt, 270 Seiten. Das kann man ganz gut, glaube ich, weglesen. Und ich bin sehr gespannt von dir zu erfahren, ob es die Autorin, das ist Suzanne Clark, schafft in Paranesi, ja, wirklich diese Geschichte auf, diese fantastische Geschichte, auf so kurze Seiten zu packen. Und zwar lebt Paranesi in einem Haus oder in einem Gebäude, was ein Labyrinth beinhaltet. Und sein Leben widmet er diesem Haus und erforscht das. Und nach kommt er der Wahrheit näher. So habe ich den Klappentext verstanden. Und ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Auch das ist wieder so Fantasy, was mich total angesprochen hat, vom Klappentext her. Wozu ich aber wahrscheinlich nicht gegriffen hätte, weil die Sache mit der Fantasy und mir ist etwas schwierig. Es ist kompliziert, würde man als Beziehungsstatus sagen. Auf jeden Fall bin ich aber gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Wenn dich das Buch interessiert, es ist auf deinem Sub. Also gehe ich mal davon aus, dass du Lust hast, es irgendwann zu lesen. Und das wäre jetzt hier der Anstoß, dass du das Buch im August liest. Also, liebe Ramona, das sind meine vier Bücher, die ich für dich ausgewählt habe. Ich hoffe, es ist eine gute Wahl. Ich hoffe, du hast mindestens zu zwei dazu richtig viel Lust und startest im August damit und bin sehr gespannt, wie deine Reaktion ist. Ich freue mich auf dein Video und an alle Zuschauer von Ramona, euch wünsche ich auch im weiteren Verlauf des Videos viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr bei mir auch mal vorbeischaut. So, das war der Werbeblock. Bis dann, tschüss liebe Ramona und tschüss Zuschauer von Ramona. Ja, auch Piranesi war für mich eine Überraschung und auch wieder sehr, sehr lustig. Ich habe es ja gar nicht gesagt. Scholomance und Piranesi von Susanna Clark wurden ja mir auch von Kali ausgesucht im gleichen Format Pick My Soap. Ich glaube, für den Juni war das oder für den Mai. Ja, jedenfalls vor einigen Monaten hatte ja auch Kali für mich Bücher ausgesucht und da war eben auch Scholomance von Naomi Novik und Piranesi von Susanna Clark dabei. Ja, es ist vielleicht ein Zeichen, dass diese Bücher auf jeden Fall mal dran sind. Dieses Buch hier habe ich nicht geschafft in dem Monat, wo Kali mir das ausgesucht hat, weil ich mich für ein anderes Buch entschieden habe, was so in diese philosophische Richtung ging. Da habe ich mich für Dorian Gray entschieden. Das hatte ich dann ja in einer Leserunde gelesen. Hatte mir leider ja nicht gut gefallen. Bei diesem Buch hier bin ich extrem gespannt, weil es einfach sehr, sehr besonders ist. Es ist zwar auch wieder Fantasy, aber ich finde, es ist wieder sehr, sehr besondere Fantasy. Ich hatte da schon das erste Kapitel gelesen. Es geht, glaube ich, sehr in die symbolische und philosophische Richtung und das kann in die eine Richtung schlagen oder in die andere, aber es hatte schon auf jeden Fall Atmosphäre und da es ja irgendwie so ein Kammerspiel ist in diesem riesigen Gebäude, ich liebe ja Häuser als Setting, die irgendwie mysteriös sind, ob das Spukhäuser sind oder ob das magische Häuser sind, ja, die geflutet werden durch ein Meer, das
Ich kann mir wirklich auch noch gar nicht so genau vorstellen, in welche Richtung das geht, beziehungsweise wie hier die Seiten gefüllt werden. Auch darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Und das ist ja auch keine Reihe und das muss auch dringend gelesen werden. Hier wurde schon viel von vorgeschwärmt, auch wenn ich mich von Meinungen so gut wie möglich fernhalte und immer vorspule, wenn ich das in irgendeinem Video sehe, weil ich mir einfach ganz unvoreingenommen selbst eine Meinung bilden möchte. Aber das ist ja, wieder so ein Buch, was mich sehr, sehr fasziniert, weil ich ja immer auf der Suche nach besonderen und eigenständigen Büchern bin, die man nicht so richtig mit anderen vergleichen kann. Ja, auch dieses Buch könnte ich mir sehr gut vorstellen zu lesen. Also diese drei werden es, kommen sozusagen in die nähere Auswahl. Die Gabe von Siri Pettersen, dann auf jeden Fall werde ich bei John Krakauer reinlesen. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich denn das komplette Buch lesen werde oder ob ich mir da nur zwei, drei Geschichten rauspicken werde. Und auf jeden Fall auch Piranesi. Und ja, das ist ja auch noch nicht ganz so dick, da werde ich das vielleicht auch wirklich schaffen, obwohl ich mir eben auch vorstellen kann, dass dieses Buch nicht so schnell weggelesen werden kann. Also ich glaube, dafür muss man sich ein bisschen Zeit lassen, beziehungsweise ich möchte mir dafür Zeit nehmen, um auch ein bisschen mehr hineinzukommen in diese Geschichte und selbst mir ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was das bedeuten könnte. Also ich glaube, dass das einfach auch von der Sprache besonders ist und man da einfach mehr von hat, wenn man es langsam liest. Ja, insgesamt war ich wirklich sehr überrascht, dass Claudia mir so viel Fantasy rausgesucht hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie sich eher so ein bisschen auf die Thriller stürzt oder eben so ein bisschen auf die Reiseliteratur. Und ich hatte auf jeden Fall auch noch ein Spielebuch, also so ein Escape-Exit-Spielebuch bei mir auf dem Sub. Und da hätte ich mit, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt, dass das auf die Liste kommt. Da war ich überrascht, dass das nicht der Fall war und dass hier wirklich auch kein Thriller dabei ist. Das liest sie ja hin und wieder auch sehr, sehr gerne. Ja, war ich überrascht, dass sie mir so viel Fantasy auf die Liste gepackt hat. Ja, ich würde mich natürlich nicht beklagen, fand es nur ganz lustig, dass sie zwei von den Büchern, die Kali auch rausgesucht hat, ebenso rausgesucht hat. Ja, und doppelt hält vielleicht besser, dann werde ich auf jeden Fall vielleicht doch schnell zu denen greifen, ich weiß es nicht. Ja, das war's von diesem Format. Ich hoffe, ihr fandet das auch spannend, was Claudia mir da rausgesucht hat. Ich bedanke mich, Claudia, dass du mir so eine tolle Auswahl gegeben hast und ich hoffe, dass du mit meiner Auswahl auch zufrieden bist. Ich habe da ja auch versucht, eine gute Mischung für dich rauszusuchen und freue mich jetzt auf dein Reaktionsvideo, was du von meiner Auswahl hältst. Und wie gesagt, wenn ihr Claudias Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich werde das natürlich in der Infobox hier unter dem Video verlinken. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.